Wer so über Eis und Schnee brettert, der sollte das zum einen auf abgesperrtem Gelände und zum anderen erstmal unter fachkundiger Anleitung tun. Wir fahren hier mit BMW M3 Modellen, ausgestattet mit Heckantrieb, 420 PS stark und, wir geben es zu, mit Spikes an den Reifen. Die sind bekanntlich in Deutschland gar nicht zugelassen, daher sind wir weit in den Norden gereist. Heute sind wir in Nordschweden, 60 Kilometer südlich vom Polarkreis, auf dem Wintertestgelände von BMW. Man hat uns minus 30 Grad angedroht, deshalb auch die Pelzmütze. Stimmt aber gar nicht. Hier sind es nämlich lockere plus 5 Grad. Es ist Tauwetter in Schweden. Aber das ist gar nicht so schlecht für uns, weil wir üben hier das Fahren auf rutschigem Untergrund, auf Eis, auf Wasser, auf Schnee. Und was man da alles beachten muss, das zeigen wir jetzt in den nächsten 2 Minuten. Das Schöne an so einem Eistraining ist die Erlaubnis zur Unvernunft. Wir sind auf einem zugefrorenen See unterwegs. Der Blick auf das Navi in unserem M3 ist schon faszinierend. Nichts als Wasser unter uns. So dick gefroren, dass es die Autos locker aushält. Die Eisdecke des Sees in Lappland ist gute 65 cm dick. Das aktuelle Wetter ist für Mensch und Autos etwas angenehmer, denn Plusgrade bringen das Eis zum Schmelzen. Das heißt, wir fahren auf einer Mischung aus Eis, Schnee und Wasser. Rutschiger geht es kaum. Hier im Drift eine saubere Linie zu fahren, erfordert viel Übung. Da stellt sich die Frage, was bringt mir das im Alltag? Man hat oft mal, dass man sagt, es schneit über Nacht. Der Winterdienst kam nicht parat. Und das hat man wirklich dann, dass man sagt, okay, mein Auto rutscht mal quer. Das bleibt intuitiv, dass man sagt, man lenkt mal gegen. Man traut sich reinbremsen, wenn man wirklich in eine kritische Situation kommt und sagt, ich kann das Auto auf der Bremse lenken. Denkt man Autobahn, an Stauende. Man sieht, die linke Spur ist zu, rechts hätte ich noch Platz. Dann bleibe ich voll auf der Bremse und kann das Auto noch von der linken Spur rechts rüber in eine Weiche, also einfach mehr Platz schaffen. Also. Wir haben sehr viele Kunden, die besuchen uns immer wieder, Sommer- wie Wintertrainings. Und wenn man dann sagt, oder auch Security-Trainings für Berufsfahrer, man sagt, konntest du es schon mal brauchen? Man sagt, ja, du rufst es einfach ab, man überlegt nicht mehr. Dass man einfach sagt, das richtige Handeln wird zumindest versucht. Und wenn man dadurch nur verhindert, dass man einen Frontalauffahrunfall einfach in den Seitenaufprall, einfach, dass man die Energie rausbringt. Wenn man das schafft, dann haben wir eigentlich schon sehr, sehr viel gewonnen. Und es funktioniert wirklich. Schon nach einem Tag Training auf dem Eis bekommt man als Fahrer das Auto immer besser in den Griff. Schnell stellt sich übers Lenkrad eine gefühlte Verbindung zu den Reifen her. Das Beherrschen des gewollten Gegenlenkens in dem Moment, in dem das Auto auszubrechen droht, hilft sowohl im Winter genauso gut wie im Sommer. Ganz, ganz klarer Fall, dass ich sage, wenn ich Aquaplaning habe und muss das Fahrzeug korrigieren, dann sage ich, das Auto schwimmt auf, kommt quer, dann kann ich natürlich durch eine saubere Lenkkorrektur oder auch durch Lastwechsel einfach das Auto stabilisieren und einfach einen Dreher oder so vermeiden. Man ist einfach besser gewappnet für den alltäglichen Straßenverkehr. Unser Fazit. Wir hätten nicht erwartet, dass Sie schon nach einem Trainingstag ein fühlbar besseres Gefühl sowohl für das Auto als auch für die Fahrbahn einstellt. Diese Manöver haben auf der Straße zwar nicht zu suchen, doch man lernt, wie man im Fall der Fälle richtig reagiert. Sicher, es ist kein ganz billiges Vergnügen, so ein Eis- und Schneetraining mitzumachen. Bei BMW geht es bei knapp 400 Euro los. Doch es kann Leben retten und dafür sollte kein Preis zu hoch sein. Mehr Infos zu dem Angebot und den verschiedenen Kursen gibt es unter www.bmw-drivingexperience.de.